Ich hatte ja jüngst eine Debatte mit dem Woken-Streamer Nightan. Und dieser hat den Talk einfach wütend verlassen, weil ich mich dafür ausgesprochen habe, Menschen nicht leichtfertig zu canceln und nicht moralisch abwertend über sie zu reden und ja, halt freundlich miteinander umzugehen. Mein Plädoyer für einen freundlichen und freien Diskurs wurde von Nightan dadurch beantwortet, dass er mich als Transfeind und Rechtspopulisten diffamiert hat. Damit bin ich in guter Gesellschaft, also bei Leuten wie Sinans Woche oder Proletopia. Ja, also diese Walkabubble, die ist mittlerweile komplett durch. Aber nichtsdestoweniger habe ich Nightan angeboten, unseren Talk doch fortzusetzen. Also obwohl er geragequittet ist und mich übelst beleidigt ist, habe ich ihn danach gefragt, hey Nightan, wollen wir unsere Diskussion über Cancel Culture und freien Diskurs nicht noch weiterführen? Du hast dich ja gestern ohne Verabschiedung aus der Debatte gestohlen, was echt schade war. Nun, ratet mal, was passiert ist. Nightan hat mich einfach ignoriert. Das hier habe ich um 11.23 Uhr am 31. Januar geschrieben. Wir haben heute den 3. Februar. Also vor über 3 Tagen habe ich das hier geschrieben und Nightan ignoriert mich seitdem konsequent. Und ich will da gar nicht zu viel drüber reden. Nightan hat in unserem Gespräch nämlich konsequent vom Thema Cancel Culture abgelenkt und gesagt, darüber rede ich nicht. Oder versucht, das Thema zu wechseln. Also versucht mir irgendwie Dinge zu unterstellen, die ich nie gesagt habe. Da will ich jetzt gar nicht en Detail drauf eingehen. Schaut euch gerne unser Gespräch an. Also es war echt furchtbar, weil Nightan eben zu keiner sachlichen Debatte bereit war. Aber ja, ich bin nicht die Einzige, den Nightan konsequent ignoriert, nachdem mäßige Aussagen nach dem Motto, kommt alle vorbei, ihr könnt in der Form eures Lebens sein, ich zerquetsche euch trotzdem wie so eine kleine Tomate. Also das sind ja Formulierungen, womit er alle aus unserer Bubble zu einem Gespräch herausgefordert hat. Und da hat nicht nur ich mir gedacht, okay, frage ich ihn doch zu einem Gespräch an, sondern auch Lexi hat gedacht, Mensch, fordere ich ihn zu so einer Debatte mal heraus. Hey Nightan, da du ja solch eine stabile Person sein sollst, so wie du ja so, auch so gebildet bist, würdest du mit mir in einen Talk gehen und mir nochmal deine Ansicht über Geschlecht erklären? Da ich eine Transfrau bin und Geschlecht anders verstehe, brauche ich deine Kompetenz. Das ist eine sehr nett formulierte Anfrage. Also da, das ist ja ein Thema, wo diese Walkies wirklich enorm an die Decke gehen. Aber dreimal dürft ihr raten, auch Lexi wird von Nightan seit 3 Tagen konsequent ignoriert. Also solltet ihr Nightans Chat noch nicht gesperrt sein, fragt ihn mal, was ihr von Lexis und meinen Gesprächsangeboten so hält. Auf Proletopias Gesprächsangebote hat er nämlich wie folgt reagiert. Nachdem er wochenlang Erwin angepöbelt hat, ihn als Rechtspopulisten diffamiert hat, gesagt hat, ey, ich will über deine Inhalte reden, also ich will dir moralische Anklagen vorlesen, sagt er zu Erwins Gesprächsangeboten jetzt nämlich neuerdings das hier. Ja, ich sag jetzt nicht, ich rede nicht mehr mit Erwin, aber der muss jetzt erstmal warten. Ich meine, guck mal, der ist hingegangen. Naja, in gewisser Weise nutze ich ja meine Mitarbeiter aus, weil ich zahle denen ziemlich wenig im Verhältnis zu dem, was sie... Gut, danke dir für 4 Monate und grüß sie zurück. Der hatte 2 Möglichkeiten. Shoryuka peppt. Kappert hier ist. Vielen Dank für 5 Monate. Ja, ich pepp nicht. Ich pepp nicht. Organisiert euch alle und geht raus. Richtig. Der hatte 2 Möglichkeiten, Talk anzunehmen. Ich habe ihm einen Talk angeboten und habe mir 7 Tage Zeit erbeten. Da ist er. Ja, und da hat Erwin gesagt, nee, ich will jetzt mit dir reden. Und er hat dann Nightan sogar angerufen und wurde dann von Nightan natürlich weggedrückt bzw. ignoriert. Nightan war nicht zu einem Gespräch bereit. Dann hat Erwin 3 Tage später gesagt, okay, ich gebe dir deine 7 Tage Bedenkzeit, wir können gerne miteinander reden. Und was macht Nightan jetzt? Ihr seht es ja gerade, er ist nicht zu einem Gespräch bereit. Das heißt, diese ganzen Gesprächsangebote von Nightan, die waren offensichtlich nur Schau, um Erwin zu provozieren. Um Aufmerksamkeit zu farmen, aber Nightan traut sich offensichtlich nicht in eine Debatte mit Erwin. In mein Stream eingefallen, mit seinen ganzen Siff-Köpfen, hat meinen Chat vollgeschissen. Hat in meinen Chat reingeschrieben, während er selber live gestreamt hat. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz unter Streamern, das gehört sich nicht. Das ist asozial. Es gehört sich auch nicht, Menschen dauernd zu unterbrechen. Es gehört sich auch nicht, Menschen zu verleumden, ihnen Dinge zu unterstellen, die sie nie gesagt haben. Es gehören sich so viele Nightan alle Macht. Es gehört sich auch nicht, Menschen als Arschloch, als widerlichen Hurensohn oder als sonst was, was in dieser Walken-Bubble völlig normal ist, zu bezeichnen. Und trotzdem macht diese Bubble das. Also, diese Leute dürfen nicht über Anstand reden.
Sie haben keinen Anstand, sie haben kein Ehrgefühl. Sie fordert von anderen moralische Normen einzuhalten, die sie selbst für sich niemals akzeptieren würden. Höflichkeit basiert immer auf Gegenseitigkeit. Wenn ich sage, hallo, lass uns ein freundliches Gespräch führen und die Antwort von der anderen Seite ist, du solltest gecancelt werden, du elendiger Rechtspopulist und Transfeind, was soll man dann noch sagen? Also dann diskutiert man natürlich alles öffentlich aus. Dann schickt man ihm Neitern in diesem Fall jetzt natürlich keine private Gesprächsanfrage, sondern schickt die öffentlich, beispielsweise in seinem Chat. Einfach, weil da keine gemeinsame Vertrauensbasis vorherrscht. Ich kann, wenn ich Neitern eine private Gesprächsanfrage schicke, nicht darauf vertrauen, dass er sie A beantwortet, dass er das B nicht missbraucht und eventuell private Nachrichten veröffentlicht und dass er C sich an Absprachen hält. Auf all das kann ich bei solchen Leuten nicht vertrauen. Alleine deswegen muss man das mit diesen Leuten öffentlich ausfechten. Das ist die Schuld dieser Leute, dass sie sich nicht an mindeste Verhaltensregeln halten können. Und dass sie dann andere dafür angreifen, dass sie von ihnen öffentlich eine Debatte fordern, das ist schon fast blanker Hohn. Ja, das hat er gemacht. Ich hatte trotzdem das Gesprächsangebot aufrechterhalten, habe gesagt, ja, ist in Ordnung. Aber ich brauche 7 Tage, wollte er nicht akzeptieren, hat sich komplett von oben bis unten eingepisst. Dann hat er irgendwann auf Twitter das Angebot gemacht. Dann hat er da sich eben auch wieder komplett lächerlich gemacht. YouTube-Video dazu, ne? Erwin zerstört sich selbst auf meinem Kanal, könnt ihr euch angucken. Guck mal in den Chat. Erwin ist rechtsextrem. Ich würde ihn einfach ignorieren. Das sind die Guten. Also, ich greife andere Leute ja nicht für ihre Chatnachrichten an, aber das ist die Bubble, die sich bei anderen Leuten über falsche Chatnachrichten beschwert. Also, wie gesagt, sie fordern von anderen Dinge, die sie selbst im Traum nicht für sich akzeptieren würden. Da auch komplett lächerlich gemacht ist, hat mich persönlich angegriffen, hat mich, obwohl er vorher gesagt hat, nein, nicht Atominem gehen, ich bin ja der Nette und so weiter und so fort, hat er mich da auch schon wieder angegriffen, auf verschiedene Art und Weisen, beleidigt und so weiter, hat sich wieder wie der letzte Assi aufgeführt. Währenddessen nennt er mich einen Faschisten und packt meinen. Das ist übrigens eine Lüge. Also Neitern hat das an keiner Stelle belegt und Polytopia hat auch gesagt, okay, ich habe dich nie als Faschisten bezeichnet. Also Neitern denkt sich einfach Schwachsinn über alles. Jedenfalls belegt er das nicht, was er hier gerade behauptet. Gesicht auf den Drachenlord drauf und macht so richtig wie... Ja, weil du dich wie der Drachenlord verhältst. Also ich finde es ehrlich gesagt eine Beleidigung für den Drachenlord, dass man Neitern mit ihm in Verbindung bringt. Denn der Drachenlord, der hat jetzt einen totalitären, extremistischen Eindruck wie Neitern gemacht. Ich habe mich mit dem auch nicht genauer beschäftigt, also ist mir eigentlich relativ egal. Wie gesagt, ich interessiere mich für solche Geschichten nicht, aber ich finde es eher dem Drachenlord gegenüber ein bisschen unfair, den jetzt mit Neitern in Verbindung zu bringen. Widerliche Scheiße und jetzt reicht's mir gerade erstmal. Ne? Jetzt reicht's mir erstmal. Also ich habe ein Gesprächsangebot gemacht. Und jetzt so Erwin sagt, okay, ich finde deine Bedingungen zwar nicht gut, aber ich bin bereit, zu deinen Bedingungen zu führen. Jetzt zieht Neitern zurück. Also hier merkt ihr, wie verlogen diese Walker-Bubble ist. Die kann sich nicht mal an ihre eigenen Angebote halten, wenn sie es taktisch nicht für richtig hält. Also das hier ist reine Taktik, weil Erwin anscheinend eine gute Strategie hat und Neitern weiß, dass er in einem Talk keine Chance hätte. Deswegen zieht er jetzt zurück. Also es war ja auch bei mir so, als ich in dem Talk gesagt habe, Mensch, cancelt doch nicht Leute und verleumdet sie als Transfeinde. Was hat Neitern gemacht? Er hat den Talk verlassen und mich als Transfeind verleumdet. Also wie gesagt, da bin ich mit Alice Schwarzer, Marie-Louise Vollbrecht, Sinans Woche in bester Gesellschaft. Also mir relativ egal, was diese Walker-Bubble so über mich, Politopia oder andere behauptet. Das Problem ist, dass diese Walker-Bubble eben so relevant ist. Und das ist auch der Grund, warum ich über diese Leute spreche. Ich habe es sehr häufig in meinen Kommentaren, dass Leute schreiben, beschäftigt euch doch nicht mit denen, gebt denen keine Aufmerksamkeit. Diese Leute haben Aufmerksamkeit. Shoyoka, Freiraumreh, Dekadent erreichen jeweils mehrere 10.000 junge, leicht manipulierbare Leute. Man kann diese Walker-Bubble nicht ignorieren. Dafür ist sie zu groß und zu einflussreich. Im Fall Shoyoka, da erscheinen zahlreiche große Zeitungsartikel, beziehungsweise Berichte im Deutschlandfunk, wo sich mit Shoyoka solidarisiert wird. Es gibt Berichte von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die Position für Shoyoka ergreifen. Es gibt Bundestagsabgeordnete, die sich mit ihr solidarisieren. Das alles ist viel zu groß, um es zu ignorieren. Und da eine Shoyoka, eine Freiraumreh und auch ein Dekadent nicht zu Debatten bereit sind,
muss man halt ihre Lakaien im Diskurs stellen. Und genau das halte ich bei Nathan für sinnvoll. Ihr habt euch ja gesehen, ich habe mich zwar nicht so gut geschlagen, wie ich es gerne gewollt hätte, aber ja, für Nathan hat es offensichtlich gereicht. Er hat sich wirklich komplett blamiert durch seine totale Verweigerung einer inhaltlichen Debatte. Und deswegen will er das Gespräch natürlich nicht fortsetzen. Deswegen ignoriert er mich komplett und deswegen ignoriert er Lexi und deswegen hat er Proletopias Gesprächsangebot abgelehnt. Deswegen, wenn ihr in Nathans Chat noch nicht gebannt sein solltet, dann fragt ihn mal, was er von Lexis oder von meinem Gesprächsangebot hält. Denn wie gesagt, wir hatten unser Gespräch noch nicht abgeschlossen. Ich hätte gerne noch über die Amadeo-Antonio-Stiftung gesprochen. Über andere staatliche Stiftungen, die Meinungsfreiheit in Deutschland einschränken. Also das sind ja Dinge, die gehören zu diesem Themenkomplex Cancel Culture auf jeden Fall dazu. Aber Nathan hat den Talk leider verlassen. Also ihr seht, diese Wokies sind zu keinem ordentlichen Diskurs bereit. Sie verweigern sich nicht nur einem Diskurs, sondern sie verlassen den Diskurs auch aktiv, wenn sie merken, dass sie keine Argumente mehr haben.